Treppen. Der ganze Berg kommt runter. Diese eindrucksvollen Aufnahmen vom Tennengebirge erreichten Geologe Gerald Valentin vor wenigen Tagen. Mit dem Hubschrauber des Innenministeriums wurde der Experte des Landes zur Abbruchstelle geflogen, um die Gefahr genauer einzuschätzen. Wir sind hier an der Westflanke des Tennengebirges in ungefähr 2200 Meter Seehöhe. Vor wenigen Tagen hat es hier einen Felssturz gegeben, bei dem mehr als 5000 Kubikmeter Material in die Tiefe gestürzt sind. Ursache des aktuellen Felssturzes ist eine Großkluft, die annähernd wandparallel diesen kompakten Riffkalk durchschneidet. Man sieht es hier schön, in diese Kluft ist Wasser eingedrungen. Dieses Wasser hat sozusagen einerseits einen hydrostatischen Druck aufgebaut in dieser Kluft und dieser Wasserdruck hat über die Jahrzehnte, Jahrhunderte den Felsen immer weggedrängt und somit das Gebirge destabilisiert. Um die instabile Wand aus der Nähe unter die Lupe nehmen zu können, zählt der Geologe auf die Erfahrung der Piloten. Erfahrung, ja, ist nie das Schlechteste. Ich bin mittlerweile seit über 20 Jahren in Salzburg auf der Einsatzstelle und es hilft natürlich dann doch, wenn man sein Einsatzgebiet ein bisschen kennt. Wobei es die meiste Zeit eigentlich eher so ist, dass wir vor Ort dann eher nicht landen, sondern das aus der Luft beurteilt wird. Das liegt dann eben natürlich immer an der Beurteilung des Geologen. In so einem Fall wie jetzt ist das natürlich dann doch schon wieder etwas ein bisschen anderes, wo man sagt, man ist doch im Hochgebirge unterwegs und landet dort auch, um das dann vor Ort direkt zu beobachten. Also man sieht hier diesen frischen Ausbruchbereich und links dieses Ausbruchbereiches sieht man diese Felsrippe mit einer Länge von knapp 50 Meter. Diese Rippe ist auch bereits von dieser Kluft abgetrennt. Man sieht hier frische Risse auch im Basisbereich dieses Felspfeilers. Ich rechne damit, dass in den nächsten Monaten, vielleicht in den nächsten Jahren, weiterhin Felsstürze sich ereignen werden. Ich gehe hier von Kubaturen von 5000 Kubikmeter aus. Das heißt, das sind dann in der Summe weit über 10.000 Tonnen, die hier in die Tiefe stürzen werden. Das gilt es zu beobachten und dann neue Einschätzungen zu tätigen und falls erforderlich dann wirklich unten irgendwelche Absperrungen zu treffen.